Guten Morgen, Mädels. Guten Morgen, ihr Lieben. Geht es euch gut? Ich bin den Morgen hier am. Ne? Geht es euch gut an einem Mittwochmorgen? Mittwoch, Ladies. Wir brechen die Woche. Ist das krass oder ist das krass? Ich finde, die Zeit geht so wahnsinnig schnell im Moment. Keine Ahnung, warum. Ob mir das nur so vorkommt oder ob die Zeit wirklich im Moment rennt. Keine Ahnung. Ist ja immer irgendwie komisch, ne? In 3 Tagen, jetzt heute, morgen, Freitag, dann haben wir. Jetzt fangen die Schulferien an, das muss man sich mal reintun. Dann sind die Schulferien dran. Und das heißt auch unheimlich viel Leute, die in fetten Vorbereitungen stecken für die Sommerferien, die jetzt wahrscheinlich am Wochenende dann alle schon in Urlaub fahren wollen. Das heißt, die Straßen sind wieder dicht, ihr Lieben. Die Straßen sind dicht und wir müssen darauf achten, schön alle 7 Sinne beisammen haben. Beim Autofahren, weil im Moment auch einfach echt ganz komische Energien hier irgendwie rumflitzen sind und so weiter und so fort. So, ihr Lieben, einmal Gesichtsprimer im Gesicht. Was tut der für euch? Der glättet eure Hautunterflächen. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Der setzt sich auch ein bisschen in die Fältchen rein und so nach 3 bis 5 Minuten zieht der auch im Prinzip ein bisschen die Fältchen raus. Er zieht die ein bisschen glatt. Also er kann nicht alles fupp, ne? Super. So. Glatzi, das funktioniert nicht. Aber der geht schon her und setzt sich ein bisschen in die Fältchen rein und zieht die schon ein bisschen glatter, so dass er die ein bisschen auffüllt. So, dann benutzen wir den Eye Primer. Das heißt, den setzen wir uns hier aufs Augenlid drauf. Gestern habe ich den gesucht, dann steht er hier die ganze Zeit vor meiner Nase. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, so geht es mir manchmal hier. Da habe ich die ganze Sache vor der. Guten Morgen, Sonja. Morgen, meine Süße. Meine Schwester ist auch dabei, sehe ich gerade. Sehr schön, schön, dass ihr da seid heute Morgen mit mir hier. So, ihr Lieben, wir machen. Jetzt habe ich gerade gedacht, wo habe ich denn meine Liquid Foundation, ne? Meine Liquid Foundation, meine Farbe Satin. Jetzt in den Sommermonaten, wo ich ein bisschen mehr Farbe auch im Gesicht habe. Normalerweise habe ich die Farbe Chiffon und jetzt ist es Satin. Ist so ein schöner, schöner Ton, Hautton. Eigentlich hätte ich den gerne das ganze Jahr über. Kennt ihr das? Wenn euch ein Ton so super gut gefällt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tröpfchen machen wir hier drauf. 6 Tröpfchen braucht ihr fürs ganze Gesicht. In dem ganzen Töpfchen sind 20 Milliliter drin. Also ihr ganz ehrlich, Mädels, ihr kommt da locker, locker ein Jahr mit aus. Ja? Locker ein Jahr mit aus, wenn ihr euch für die Liquid Foundation entscheiden würdet. Wenn das was für euch ist. Es gibt auch Frauen, die sagen, nee, ist nichts für mich. Beispielsweise, ich mag lieber eine BB-Creme oder ich mag, keine Ahnung, einen Stick. Ne? Etwas, was ein bisschen cremiger ist. Auch das haben wir. Der Stick ist sogar so noch ein bisschen, ein Ticken, ein bisschen, hat noch ein bisschen eine höhere Abdeckkraft. Wobei ich finde schon, dass die Liquid Foundation hier grandios ist, was gerade die Abdeckkraft angeht. Weil die deckt schön, wie ihr das jetzt auch gleich bei mir sehen könnt, Rötungen ab, Flecken ab und gibt so einen schönen einheitlichen Unterton, mit dem man natürlich dann wunderbar weiterarbeiten kann. Ne? Wenn unten die Fläche erstmal durch den Gesichtsprimer ja sowieso schön geglättet ist und dann packen wir hier die Liquid Foundation drauf und dann gehen wir her und haben, hat sich jetzt ein Bienchen hier, boah, jetzt hat sich ein Bienchen hier rein verlaufen. Ach, die Bienchen, ne? Die machen mich auch fertig. Ich muss dazu sagen, mein Nachbar, der hat 5 Bienenstöcke nebenan, ja, 5 Stück. Ich finde das ja grandios. Und die Bienchen verlaufen sich dann immer in meine Bude, weil ich hier schräge Fenster habe und die raffen das irgendwie, also Dachschrägen, ne? Ich wohne ja unterm Dach. Die verlaufen sich dann immer hier rein, weil die es irgendwie nicht raffen. Und dann verstehen sie nicht, warum sie nicht wieder rauskommen. Kennt ihr das? Ach ja, dann muss ich die immer retten. So. Naja, ich rette sie gleich. Ich muss mich jetzt erstmal zu Ende schminken hier, ihr lieben Mädels. So, also. Erstmal Handtuch drehen. Weil das ist jetzt auch voll. Sehr schön. So, alles klar. Was machen wir als nächstes? Wir machen als nächstes unsere Augenbrauen. Weil Augenbrauen sind grundsätzlich immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass die gemacht sind. So. Und dann kämmen wir die einmal hoch. Warum kämmen wir die hoch? Weil indem wir Augenbrauen in der Wuchsrichtung nach oben kämmen, ist es auch so, dass wir automatisch unser Auge strecken. So müsst ihr euch das vorstellen. Wir strecken unser Auge. Dann gehe ich her und benutze recht dunkle Farbe
und setze sie so ganz seicht an, ne? Weil ich möchte nicht, dass das hier so mega fett dick ist, sondern einfach nur ein bisschen die Augenbrauen auffüllen, da wo ich nicht so viele habe, wo nicht so viele wachsen, so. Und dann hinten etwas kräftiger ein Augenbrauenschwänzchen malen, damit unser ganzes Auge im Prinzip schön eingerahmt ist. Seht ihr das? Und in dem Moment, wo wir dem Auge einen Rahmen geben, geben wir automatisch, also nur als Vergleich hier, geben wir dem ganzen Gesicht einen Rahmen. So, ich räusper mich die ganze Zeit, Mädels. Ich bin nicht erkältet oder so, aber ich habe irgendwie wie einen Frosch im Hals. Wie als würde mir hier, ich kann es gar nicht beschreiben, würde mir hier die Stimme und die Luft wegbleiben. Ja, so. Und dann machen wir hier genau das Gleiche. Seht ihr, ich habe jetzt einmal aufgefüllt. Die arme Biene, ich muss die jetzt mal eben retten, Kinders, weil die dreht hier gerade ein bisschen am Rad. So, und dann auch hier das Augenbrauenschwänzchen runtermalen. Seht ihr das? So, haben wir auf beiden Seiten. Oh nein, ich muss die mal eben retten. Moment, Moment. Da bist du. Ja. Schon erledigt. Ich muss dann einmal mein Fenster rumdrehen. Wisst ihr, ich habe so ein Schräge, ne? Dachschräge. So, wenn ich die dann so aufmache, dann muss ich das einmal komplett hier drehen. Und dann fliegt die weg. Und dann hat sie verstanden, dass sie hier nichts mehr zu suchen hat. Und dann ist gut. So, perfekti. So. Dann machen wir weiter mit den kleinen Augen. Mache ich heute auch wieder. Ich lasse diese Palette. Ich werde jetzt erstmal überwiegend nur mit der Palette schminken. Warum? Weil die im Starter-Kit drin ist. Das heißt, im Starter-Kit, wir haben drei verschiedene Starter-Kits, Mädchen. Drei verschiedene. Das ist eine grandiose Auswahl. Das heißt, ihr habt ein Standard-Starter-Kit, ein Premium-Starter-Kit und ein Make-up-Artist-Starter-Kit. Also sprich ein Artist-Starter-Kit. Entsprechend habt ihr super viele Produkte da drin. Auch bis zu einem Wert von über 400 Euro. Und könnt die diesen Monat, und das ist ganz speziell jetzt für den Juli angesetzt, könnt ihr die diesen Monat haben für über 50% Ersparnis. Und ich rede da von nicht von, ihr zahlt noch nicht mal 200 Euro mehr dafür, ihr zahlt da noch weniger für. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst und dass ihr das eben auf dem Schirm habt. Und ich habe vorgestern ein Tutorial gemacht und mal vorgestellt, welche Produkte wir da einfach generell komplett hier drin haben. Und das solltet ihr euch anschauen, auf jeden Fall. Mache ich jetzt grau oder mache ich rosa? Ich mache rosa, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen und da mal checken, wie es aussieht. Weil, ich mach das mal parallel, ja? Ich mache das mal eben parallel. Im ganz normalen Starter-Kit habt ihr drin die Palette, also diese Palette hier mit 7 Farben. Das sind jetzt grundsätzlich alles 7 Farben, ne? Da habt ihr jetzt 1, 2, 3 matte Farben drin. Ihr habt 2 Satin-Schimmer drin und ihr habt 2... richtig Glitzertöne drin. So, das ist die Palette Nummer 3. Das ist unsere romantische Palette. So, dann habt ihr drin den Bronzer. Bronzer, ihr wisst, Bronzer ist ja um die Wangenknochen ein bisschen hervorzuheben. Mit dem Bronzer gehe ich ja auch her und kürze meine Stirn, mache die etwas runder. So, das mache ich auch mit dem Bronzer. Dann haben wir hier diesen Fluffy Brush. Das ist jetzt nicht der Fluffy Brush, das ist der kürzere, der Cut and Crease. Aber der Crease Brush, aber der Fluffy Brush, den habe ich noch nicht wieder. Den bekomme ich die Tage wieder. Den habe ich ausgeliehen. Dann haben wir hier einen Lipgloss drin. Dann haben wir die Epic Mascara drin. Und wir haben die 4D drin. So, das ist das kleine Kit, das Standard Kit. Das ist das Standard Kit. So, dafür... Das könnt ihr auch schon bestellen, wenn ihr Lust habt und habt dann natürlich auch entsprechend die Registrierung dann schon gemacht. So, jetzt muss ich überlegen, ich muss parallel überlegen, was ich jetzt schminke. Und zwar, ich gehe einmal auf das Mitten und packe mir das hier vorne rein, weil helle Töne, haben wir gestern Abend auch gelernt, packen wir immer nach vorne. So, helle Töne immer nach vorne, ihr lieben Mädels. So. So, dann ist das Premium Kit. Da habt ihr auch die Palette drin. Da habt ihr auch den Bronzer drin. Da habt ihr auch den Pinsel drin. Da habt ihr noch Shinewipe-Tücher drin. Das sind Abschminktücher. Dann habt ihr auch...